Diese Hunde sind extrem beliebt. Mit Millionen Followern. Je süßer, desto besser. Doch viele dieser Rassehunde leiden. Diese große Masse an schwerkranken Tieren, die zwingend eigentlich ein Zuchtverbot, nach einem Zuchtverbot schreit. Die Rasse Mops ist kaputt. Sie sind krank gezüchtet. Warum züchten wir Hunde, die leiden? Die sind so weit weg von der Natur des Hundes eigentlich, dass die jeden Tag einen Preis dafür zahlen. Das ist Bilbo, eine französische Bulldogge. Wie der Mops, eine Rasse mit extrem kurzer Nase. Bilbo braucht unbedingt diese Operation. Er bekommt nicht genug Luft. Mit anderthalb Jahren fangen die an zu leiden und werden trotzdem 11, 12 Jahre alt. Dass man über so lange Zeit so, ja, buchstäblich leiden muss. Eine Atemnot ist somit das Schlimmste. Man kann besser Schmerzen ertragen als Atemnot ertragen. Die Proportionen stimmen nicht. Tierarzt Oechtering operiert solche Hunde jeden Tag. Die Zunge ist für zwei Hunde dieser Größe gemacht. Und die Nase ist zu eng. Die Nasenöffnung beim normalen Hund ist immer hier zwischen. Wenn sich jede andere Hunderasse angucken, dann hat die da ihre weite Öffnung. Und das ist bei den Kurznasen zum Teil richtig so anliegend. Und sie können sie auch ganz schwer öffnen. Und wenn wir jetzt nach hier unten gucken, dann sollten wir eigentlich große schwarze Gänge sehen, wo die Luft entlang streichen kann. Da kommen Strukturen in den schwarzen Gängen, die Atemwege verlegen, weil einfach kein Platz ist. Die wollen gerne so lange wachsen. Jetzt hat der Mensch die Nasenhöhle auf so verkürzt und dann wachsen die hier wie Kraut und Rüben und verknoten sich. Auch der Rachen ist zu eng. Und das macht dann auch dieses Schnarchgeräusch? Das macht die Schnarch hier oben. Das ist, jetzt sehen wir das hier. Das ist jetzt so, wenn das Mäulchen ein bisschen weiter zu ist, dann sieht das so aus. Und dann sieht man hier unten, wie das in die Luftröhre reingesaugt wird. Und das ist beim Hund mit langer Schnauze nicht der Fall? Das ist ausgeschlossen. Da können sie das Maul zumachen. Die kriegen ja auch durch die Nase gut Luft. Diese Hunde sollen kompakt sein. So will es die Zucht. Aber im Körper ist zu wenig Platz. Das ist doch schon, wenn wir die jetzt nicht mehr im Kehlkopf haben, ist das doch schon mal eine Lebensqualitätsverbesserung. Zum Schluss noch die verengten Nasenlöcher. Jetzt hat der Hund auf einmal ein sehr großes Nasenloch. Von solchen Schlitzen zu so. Wenn man das so sieht, das ist ja schon ganz schön viel, was da gemacht werden muss. Und es ist also für so ein kleines Tier ganz schön heftig, finde ich jetzt. Kann man sich da überhaupt so einen Hund noch kaufen? Was sagen Sie? Nein, ganz klar. Man darf keine französischen Bulldoggen mehr kaufen. Man darf keinen Mops mehr kaufen. Man darf keine englische Bulldogge kaufen. Das ist ganz. Das ist so sicher. Und trotzdem, diese Hunde sind total angesagt. Überall sehe ich französische Bulldoggen und Möpse in den Straßen. Das sind Clowns. Also die tun alles, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, damit sie halt dich glücklich machen quasi. Und ich finde sie auch hübsch. Also mir gefallen die kurzen Nasen. Sie sind beliebte Motive in der Werbung. Promis schmücken sich mit ihnen. Welpen kosten wenige 100 Euro im Netz. Und Instagram liebt sie auch.
Kanäle, teils mit mehreren Millionen Abonnenten. Häufig werden die Hunde für ihr Aussehen gefeiert. Ergebnis von Jahrhunderten Zucht hin zu einem Idealbild. Ich habe jetzt gerade den Rassestandard für den Mops und die französische Bulldogge im Internet gefunden. Also das ist der Standard, wie diese Tiere idealerweise aussehen sollen. Und beim Mops steht ausgesprochen quadratisch und gedrungen, viel Masse in kleinem Raum. Und bei der französischen Bulldogge geht es ähnlich weiter. Dieser Hund ist in jeder Hinsicht ein kurzer und gedrungener Hund. Obwohl auch diese Hunde eigentlich vom Wolf mit langer Schnauze abstammen, wurde ihre Schnauze im Laufe der Jahre immer kürzer und kürzer gezüchtet. Was das zur Folge haben kann, zeigen solche Videos von Hundebesitzern. Kranke, um Luft ringende, sich quälende Tiere. Extremes Schnarchen, lautes Grunzen, Atemprobleme. Viele Tiere mit Bandscheibenvorfällen und Lähmungen. Diese Hunde sind zwar beliebt, aber immer wieder lese ich in dem Zusammenhang auch das Wort Qualzucht. Was halten ihre Besitzer davon? War Ihnen klar, dass sie Probleme haben könnten? Nicht so stark, wie es verbreitet wird. Also, dass es in der Qualzucht sein soll, das war uns erst später bewusst, als wir sie dann schon hatten. Und das Schnorcheln ist nicht einschränkend? Nein, für sie jetzt überhaupt nicht, nein. Und die haben ja aber auch oft so Atemprobleme. Ja, wir haben unsere operieren lassen. Dann wird das Nasensegel so erweitert, dass sie besser Luft kriegen. Und das hilft auch eine ganze Menge. Würden Sie sich dann nach denen nochmal so Hunde kaufen? Ja, tatsächlich. Obwohl die so Probleme haben? Ja. Oh ja, da legt er sich hin. Ja, die legt sich immer so hin. Die Warum macht sie das? Ich glaube, das macht sie, um sich zu kühlen von unten. Um möglichst viel Fläche auf dem Boden zu kriegen, um von unten abzukühlen. Ja. Also meine Eltern haben auch einen Mops und der macht es genauso. Ich treffe Friederike und ihre französische Bulldogge Erna. Erna hat auch Probleme mit dem Atmen. Das ist schon ein krasses Geräusch. Also ich habe das ja seit 10 Jahren quasi jeden Tag, dass ich das so höre. Und deshalb höre ich das auch nicht mehr so. Also für einen Außenstehenden ist das, glaube ich, noch viel, viel krasser, das so wahrzunehmen, als für mich jetzt, weil das immer, immer da ist. Erna macht schnell schlapp. Wir müssen extrem langsam laufen, damit sie hinterherkommt. Was passiert, wenn sie mal kurz rennt? Wenn sie richtig, also wenn man sie quasi zwingen würde, dass sie länger schnell laufen muss, dann fängt sie ganz doll an zu hecheln und dann verweigert sie das auch einfach irgendwann. Also dann legt sie sich hin und... Weil sie selber merkt? Ja, ich glaube, weil sie dann selbst auch einfach noch schlechter Luft bekommt. Ist es warm, wird es ganz kritisch. Also im Sommer würde ich mit ihr so eine gemächliche Runde gehen, wie sie jetzt geht. Und wenn es tatsächlich richtig heiß ist, dann auch nur ganz früh morgens, irgendwie so um 6, wenn es noch kühl ist. Oder eben ganz spät abends, wenn es dann wieder ein bisschen abkühlt. Als sie jünger war, haben immer ganz viele Leute gesagt, dass ich mit ihr zur Ausstellung gehen soll, weil sie wirklich, also der Stand der Ohren, die Nase, der Körperbau, alles irgendwie so ist, dass es der Rasse entspricht. Dass sie züchterisch so gut ist, heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie ein schönes Leben hat oder besonders gut Luft bekommt oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich einfach nur die Optik. Wie oft bist du so mit Erna beim Tierarzt? Ich würde schätzen, alle 6 bis 8 Wochen, weil immer mal irgendwie was anderes ist. Rund 6.000 Euro hat das Friederike bisher gekostet. Mein Wunsch ist, dass sie einfach irgendwann vielleicht mal einschläft und dann einfach sie
sozusagen für immer schläft, aber nicht, dass sie durch eine Situation stirbt, in der sie tatsächlich irgendwie erstickt. Optisch ist Erna nach Rassestandard perfekt, aber sie ist krank. Wir begleiten Friederike und Erna zum Tierarzt. Vor kurzem erst wurde es eng für Erna. Ich muss bei ihr mal ein bisschen abziehen von dem Standard. Es war mal so, dass sie nachts das irgendwie nicht richtig runtergeschluckt hat und dann hat sie sich verschluckt, ist in die Nase gekommen, dann hat sie gar keine Luft mehr bekommen und dann hat sie sich so ganz doll von selbst gestreckt und hat angefangen zu zucken und hat keine Luft mehr bekommen und dann habe ich einen riesengroßen Schreck und Panik nachts bekommen. Wie oft haben Sie denn solche Tiere hier in Ihrer Praxis zur Behandlung? Jeden Tag. Jeden Tag Krankheiten und Leiden, wo man weiß, die sind völlig unnötig. Weil Menschen das schön finden. Zum Beispiel die weggezüchtete Nase. Da schwitzt der Hund. Das ist die gesamte Nase. Und wenn man was nebeneinander hält, ne, das fehlt sozusagen. Und weil die Nase fehlt, erzählt mir der Tierarzt, können diese Hunde schlecht atmen und schwitzen. Sie überhitzen bei der kleinsten Anstrengung. Aber das ist noch lange nicht alles. Bandscheibenvorfälle, Hüftgelenksprobleme, Kniegelenksprobleme, Kreuzbeinrisse. Und dann haben die immer so eine entzündete Nasenfalten. Dann haben die teilweise, es gibt ja, wo ein Auge rausfällt. Ne? Nimm mal so ein Mops ein bisschen am Nackenfell, soll man nicht machen. Ne? Am Nackenfell irgendwie zu packen oder in der Keilerei und spupps fällt das Auge raus. Ne? Die sind so extrem gezüchtet, die sind so weit weg von der Natur des Hundes eigentlich, dass die jeden Tag einen Preis dafür zahlen, dass sie so aussehen. Die können nicht laufen, die können nicht fressen, die können nicht schlucken, die können nicht schlafen, die können nicht gucken. Wahnsinn. Die leiden dafür, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Ich mag diese Hunde total in ihrer Persönlichkeit vielleicht, aber nicht in diesem körperlichen Gefängnis, in dem sie sitzen. Das ist ein Versagen von den Welpenkäufern, von den Züchtern, von uns Tierärzten. Da sind ganz viele Leute, die nicht den Arsch in der Hose haben, zu sagen, das geht nicht. Und es ist auch ein Staatsversagen, weil eigentlich ist das Tierschutzgesetz ganz eindeutig, § 11 Tierschutzgesetz sagt ganz klar, Qualzonen sind verboten. Und was passiert? Null. Es passiert in den Behörden gar nichts. Qualzucht ist eigentlich verboten und trotzdem da. Warum aber passiert nichts? Für diesen Bereich ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zuständig. Ich frage mehrfach nach einem Interview, aber über Wochen hat sie keinen Termin frei. Alles, was ich wissen will, soll ich schriftlich anfragen. Was mich wirklich interessiert, warum funktioniert hier unser Tierschutzgesetz nicht? Hier steht, dass es verboten ist, Wirbeltiere zu züchten, wenn zu erwarten ist, dass bei der Zucht den Nachkommen hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Also es ist eigentlich verboten, Tiere zu züchten, wenn klar ist, dass hinterher Schmerzen, Leiden oder irgendwelche Schäden auftreten können. Und deswegen denke ich mir, das trifft ja irgendwie auf diese Hunde zu. Die leiden, die kriegen nicht richtig Luft. Eigentlich müssten sie das nicht. Es gibt zumindest ein Gesetz dagegen. Wir fahren dorthin, wo der Schönheitsmaßstab für Hunde gesetzt wird. Auf Rassewettbewerbe. Die Messen richtet die Interessensvertretung für Züchter in Deutschland aus. Der VDH heißt Verband für das deutsche Hundewesen. Wer hier züchtet, gilt als seriös. VDH, das ist ein Gütesiegel. Um herauszufinden, ob die Tiere hier gesund sind, kommt ein Tierarzt mit. Ralf Rückert aus Ulm. Was zu machen hier? Der wird mal operiert. Das kann ich voraussagen, meiner Meinung nach. Sie haben gesehen, dass er mehrfach die Notkühlung benutzt hat, indem er sich mit dem platten Bauch auf den Boden gelegt hat. Er hat also dann versucht, da die relativ kühlen Steinplatten zu nutzen, um sich abzukühlen. Weil über die Atemwege, wie es ein normaler Hund machen würde, war es bei ihm jetzt schon grenzwertig. Diese Hunde bekommen durch die Nase nicht gut Luft. Und sie können sich nicht ausreichend abkühlen, weil die Nase fehlt. Es ist einfach eine optische Geschichte. Ich weiß, das ist so eine Rasse, die ist viel diskutiert und
Ne, wegen der kurzen Nase und allem drum und dran. Aber das ist einfach, irgendwie war das eine Herzensentscheidung. Wenn es ein Hund werden sollte, dann war es für mich immer der Mops. Musstet ihr da zum Arzt wegen dem Atmen? Oder, also hat der Probleme? Nee, beide haben keine Probleme. Also es sind vom Züchter Hunde und da haben wir ja drauf geachtet, sage ich mal. Und wir haben da keine Probleme mit. Ist das ein VDH-Züchter gewesen? Ja. Ah, genau. Ja. Dieser Gedankengang, VDH ist gleich irgendwie Qualitätsgarantie oder Qualitätssiegel, ist völliger Unsinn. Den kann man wirklich knicken. Entschuldigung, der VDH hat einen Fitnesstest für Möpse eingeführt vor ein paar Jahren. Wenn ich so einen Fitnesstest einführen muss, dann muss aber vorher schon viel schiefgelaufen sein. Und wie sorgt man dafür, dass auf den Messen keine kranken Tiere die Preise gewinnen? Also im Moment habe ich hier noch keine anderen Tierärzte als Sie gesehen. Es gibt, glaube ich, auch keine Kontrollen hier, oder? Es steht da nirgends ein Kollege oder eine Kollegin, die dann beurteilen würde, ob die Hunde, die da durch den Ring geführt werden, überhaupt nicht gegen den Qualzuchtparagrafen verstoßen. Sind die Hunde wirklich gesund? Ist ein gesundes Hundeleben, so wie die Hunde aussehen, überhaupt möglich? Ich treffe den Pressesprecher des VDH, der Interessensvertretung der deutschen Hundezüchter. Wenn man genau die Standards liest, da steht nicht drin, dass die Hunde keine Nase haben sollen. Das ist so ein bisschen den Hang, den wir Menschen haben, hin zum Superlativ. Werden Möpse mit längeren Schnauzen bei Ihnen gezüchtet? Wir wollen nicht Möpse unbedingt mit längeren Schnauzen züchten, sondern wir wollen gesunde Möpse züchten und das tun wir. Warum gibt es denn eigentlich keine tierärztlichen Kontrollen an den Eingängen für die Hunde, die im Wettbewerb stehen? Also Sie wollen jetzt für jeden Hund noch vorher eine tierärztliche Untersuchung machen? Der im Ring steht. Ja, nun gut, wir haben jetzt hier an diesem Wochenende über 5000 Hunde auf der German Winner in Leipzig. Wenn Sie die vorher alle tierärztlich vor Ort untersuchen wollen, glaube ich gar nicht, dass wir genug Tierärzte dafür in Deutschland finden, geschweige denn in Leipzig. Dann schauen wir uns halt mit Tierarzt Rückert nochmal die Hunde im Ring an. Der Schwarze ist nur der, der das Maul am meisten zu hat. Die anderen haben es eigentlich ständig offen. Und sie sind alle ganz schön platt, die Nasen? Die sind komplett platt. Da sieht man eigentlich keinen? Nicht vorhanden. Eigentlich keine Nase vorhanden. Ach, erster Platz. Oh, mit dem können wir ja gleich mal sprechen. Die Siegermöpse haben extrem platte Schnauzen, obwohl das ein Grund sein kann für Atemnot. Wir wollen mit den Züchtern reden. Seit wann züchten Sie Möpse? Seit 10 Jahren. Der Mops wurde gezüchtet, um den Menschen glücklich zu machen. Aber der Mops hat ja auch ganz oft Atemprobleme. Ja, wie jeder. Oder auch der Mensch hat mal Atemprobleme. Oder es gibt in jeder Rasse spezifische Krankheiten. Hm. Und dass der Mops Atemprobleme hat, kann ich so nicht sagen. Wäre das denn für Sie eine Option, Möpse zu züchten, die längere Schnauzen haben? Nein. Warum nicht? Weil ich dort eine andere Rasse reinkreuze und dann ist es nicht mehr der Mops. Dann verändere ich den Hund im Wesen, für mich. Man muss den Mops lieben oder man hasst ihn. Nee, das stimmt nicht. Nee, hassen tun Sie nicht. Nee. Aber also warum man ihn hassen müsste, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wir sind bloß als Tierärzte immer wieder verblüfft, dass Sie selber als Besitzer und auch als Züchter eigentlich nicht sehen, wie sehr die Probleme haben. Ja, wir probieren es aber trotzdem. Es ist ja jetzt keiner der Möpse im Ring rumgelaufen und konnte durch die Nase atmen. Die haben alle durch den Mund geatmet. Es hat keiner auch nur 5 Sekunden das Maul zu machen können. Das glaube ich nicht. Ja doch, das war ja klar zu sehen. Bei den Schäferhunden, da sehen Sie auch keinen Hund, der die Schnauze zu hat. Ja, ne. Ein Hund atmet immer durch die Schnauze, wenn er erregt ist. Durchs Maul. Oder durch die Ich sehe da kein Bestreben, irgendwas zu ändern. Wir haben nicht vorhandene Nasen und wir haben die dicken Falten. Wir haben Hunde, die eigentlich kaum einen Atemzug mit geschlossenem Mund hinkriegen. Also ich sehe da keine Bestrebungen, irgendwas zu ändern. Hunde, die aufgrund ihrer Zucht womöglich leiden, werden auch noch preisgekrönt. Und nicht nur Möpse und französische Bulldoggen. Unter die Qualzucht sollen noch viel mehr Hunderassen fallen. Der Mastiff, der Shih Tzu, der Shar Pei und der Cavalier King Charles Spaniel, der Chihuahua und.
Die Antwort von Ministerin Julia Klöckner ist da. Weil Tierärzte immer wieder von Hunden berichten, die an Qualzuchtmerkmalen leiden, will sie die Ausstellung von solchen Hunden verbieten. Sie schreibt: Durch das Ausstellungsverbot soll der Zuchtanreiz entfallen. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass diese Hunde von einem Publikum wahrgenommen werden und dadurch die Nachfrage nach ihnen steigt. Ausstellungen verbieten, damit die Nachfrage sinkt? Dabei finden die viel größeren Ausstellungen doch wo ganz anders statt. Die Niederlande sind dieses Jahr viel weiter gegangen. Wer dort mit extrem plattnasigen Möpsen züchtet, macht sich strafbar. Der niederländische Zuchtverband hat die Mopszucht deshalb erstmal gestoppt. Wir skypen mit Hans Bay von einer niederländischen Tierschutzorganisation. Die hat ihrer Regierung Druck gemacht. How did you manage to convince the government? Well, to say it popular, we were like a pain in the ass, actually. We had to chase after the authorities and say, why are you not doing anything? Why don't you go to the breeders and tell them, you know, to change what they are doing? According to our law, it's forbidden. And well, then the animal welfare police said, maybe it's forbidden, but we don't have any criteria, so we cannot do a lot. So then we had to go after the authorities and say, you have to make criteria. Die Niederlande hatten gesetzlich die gleiche Lage wie wir. Ein Qualzuchtverbot, aber keine Kriterien, was genau überhaupt als verbotene Zucht gilt. Jetzt gibt es dort klare Kriterien im Gesetz. The traffic light system, how does this work in the Netherlands now? It consists of a traffic light system. So what's forbidden are dogs and cats without a nose. So when they're really flat like this, and that's the red light thing. When the nose is a little bit bigger, between a sixth and a third of the complete head, it's orange. It means that in due time it will be forbidden. And when it's green, like with a normal dog, it's okay, you can breed with those dogs. That's the traffic light system. Thank you. Bye-bye. Auch das habe ich Ministerin Klöckner gefragt. Wie werden die Züchter bei uns eigentlich kontrolliert? Sie schreibt: Überwacht wird die Einhaltung des Qualzuchtverbots durch die für den Vollzug des Tierschutzgesetzes zuständigen Behörden der Bundesländer. In der Regel sind dies die Veterinärämter. Also die Amtstierärzte. Kontrollieren die etwa nicht ordentlich? Oder warum werden die Plattnasen weitergezüchtet? Wir fahren nach Berlin. Wir treffen jetzt jemanden, der früher mal Amtstierärztin war und uns erzählen kann, wo es da die Probleme gibt und warum das so schwierig ist, Züchter wirklich die Lizenz zu entziehen. Diana Plange, heute Tierschutzbeauftragte in Berlin. Als Amtstierärztin hat sie früher Hundezüchter kontrolliert und ihnen in Einzelfällen die Zucht verboten. Damals einer Frau, die englische Bulldoggen züchten wollte. Und dann sind Sie damals als Amtstierärztin da hingefahren und haben kontrolliert. Erzählen Sie das mal. Ja, ich bin dorthin gefahren und dann habe ich eben gesagt, okay, fangen wir einen nach dem anderen an. Und habe eben einen Hund nach dem anderen, insgesamt waren dort, glaube ich, 5 Hunde, untersucht. Und dann alle einzelnen Merkmale festgehalten und habe ihr dann erklärt, dass da mit keinem von diesem Hund gezüchtet werden kann. Und das hat dann zu einem entsprechend sehr langwierigen Gerichtsverfahren geführt. Weil die sehen es nicht ein. Sie sehen es einfach nicht ein. Sie können ja nicht die ganze Rasse beklagen und sagen, sie dürfen mit dieser Rasse überhaupt nicht mehr züchten, sondern es ist leider so, dass man wirklich jedes einzelne individuelle Tier angucken muss und muss sagen, das Tier ist zur Zucht nicht geeignet. Wie ist die konkrete Situation in den Veterinärämtern? Ist da zu wenig Personal? Ist da zu wenig Geld da? Bei einer unverhältnismäßigen Arbeit, die da dran hängt, die wird natürlich gescheut. Sie können davon ausgehen, wenn Sie so einen Fall haben, dass da ein einzelner Tierarzt wochenlang und ausschließlich mit beschäftigt ist. Und das kann ein Veterinäramt so ohne weiteres nicht leisten. Das müsste eben mit ganz genauen Vorgaben verbunden sein, dass die Amtsveterinäre wirklich wissen, was ist jetzt eine Qualzucht oder was wird vom Gesetz als Qualzucht gesehen. Solange man das nicht wirklich so ganz speziell macht, gibt es ein Wahnsinnstheater. Darum. Aber warum passiert nichts? Fragen Sie mal Frau Klöckner. Habe ich versucht. Ich kriege kein Interview mit ihr. Geht's Ihnen nicht besser als uns? Na, wo wir schon mal in Berlin sind? Wir fahren zum Bundeslandwirtschaftsministerium.
versuchen doch noch ganz spontan ein Interview zu bekommen. Ganz klar, die Chancen sind echt gering. Aber probieren können wir es ja mal. Der Pförtner hat jetzt noch mal in der Pressestelle angerufen. Die müssen sich noch mal besprechen und sie rufen zurück. Und jetzt soll ich warten. Hallo, ich bin Melanie Böff vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, telefoniert. Ja, genau, Frau Lenz, hallo. Wir waren jetzt hier in der Nähe und wollten noch mal fragen, wir waren ja wegen der Qualzucht bei Hunden im Gespräch und Herr Paul hat mir noch mal eine Absage erteilt. Gibt es denn da irgendwie noch eine Möglichkeit, noch ein Interview zu bekommen? Wir machen die Kamera aus. Frau Klöckner ist nicht da, ein Staatssekretär ist auch nicht da und hat keine Zeit und die von der Pressestelle, die können nichts sagen. Wenn ich doch noch Nachfragen hätte, dann soll ich die bitte schriftlich stellen, noch einmal. Und aber ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Ob so ein Mops-Zuchtverbot wie in den Niederlanden auch hier geplant wird oder ob es den Veterinärämtern zumindest einfacher gemacht wird, Züchter zu kontrollieren, darauf habe ich immer noch keine Antwort. Unsere letzte Chance, die Bundespressekonferenz in Berlin. Hier beantworten die Ministerien regelmäßig Fragen. Wir haben jetzt Kollegen in Berlin gebeten, unsere Fragen in der Bundespressekonferenz heute zu stellen an das Ministerium und hoffen so noch auf Antworten. Jetzt mal schauen, ob die Frage überhaupt zugelassen wird, ob wir eine Antwort bekommen, werden wir gleich sehen. Jetzt kommt unsere Frage. Ich kann es schon mal ankündigen, es geht um die Qualzucht bei spezifischen Hunderassen. Was plant denn das Ministerium im Detail, um die Qual von bestimmten Hunderassen zu beenden? Wir sehen, dass ab und zu es doch noch Rassen gibt, die Qualzuchtmerkmale aufweisen. Und insofern ist ein Ausstellungsverbot geplant. Die Niederländer gehen ja einen Schritt weiter. Die haben ja ein Zuchtverbot zum Beispiel für extrem kurznasige Hunde erlassen. Plant die Ministerin dasselbe für Deutschland? Also wie gesagt, die Qualzucht selbst oder Qualzuchtmerkmale zu züchten, ist laut Tierschutzgesetz tierschutzwidrig. Um einen zweiten Henkel oder um einen zweiten Hebel sozusagen zu haben, wird eben ein Ausstellungsverbot jetzt kommen und hat die Ministerin angekündigt. Plant das Ministerium, ausführlichere Leitlinien zu erarbeiten, damit die Veterinärämter besser in der Lage sind, Kontrollen bei Züchtern durchzuführen? Wenn das so ist, wann wäre das? Davon kann ich Ihnen derzeit nichts berichten. Werde ich gerne noch mal prüfen, ob das derzeit in Planung ist. Die Fragen wurden tatsächlich gestellt, aber wir haben keine konkrete Antwort bekommen, ob jetzt ein Zuchtverbot, so wie es die Niederländer machen, geplant ist. Absurd. Es ist offensichtlich, dass bestimmte Hunde an ihren eigenen Rassestandards leiden. Das Tierschutzgesetz greift nicht. Jeder weiß das. Getan wird irgendwie nichts. Es gibt aber inzwischen auch Züchter, die es anders machen, die gesündere Möpse haben wollen. Wir fahren nach Rheinland-Pfalz zu einer Frau, die sogenannte Retro-Möpse züchtet. Das ist jetzt das erste Kreuzungsergebnis nach dieser Einzucht. Das ist die Rita mit 50% Beagle und 50% Mops. Da, wenn ich jetzt mal so hinschaue, sie hat hier oben so ein bisschen noch die Falten vom Mops. Genau, aber eine sehr ausgeprägte Schnauzenpartie schon. Ne? Jetzt machen wir natürlich weiter. Wir wollen ja den Mops, nur in einer gesundeten Form. Das heißt, die nächste Generation wäre dann Beispiel unsere Charlotte. Sie hat jetzt 75% Mopsanteil und 25% Fremdblut. Okay. Und bei Charlotte sieht man schon deutlich mehr den Eindruck Mops. So, und das ist jetzt die nächste Generation. Nochmal mit Einzucht des Mopses. Da sind wir bei 83,5% Mops und dem Rest Fremdblutanteil. Auch hier ein schönes, prominentes Schnäuzchen. Offene Nasenlöcher, aber da kann man schon ganz deutlich sehen, das ist wieder Mops. Diese Möpse hier rennen, sind schnell und keiner röchelt. Warum, glauben Sie, hat man das eigentlich früher mal so gemacht? Warum? Dass der Mops so aussieht, wie er heute aussieht. Ja, wieso ist das so gekommen? Ja, das ist ganz klar das Kindchenschema. Ne? Dann kam die Übertypisierung, die also ganz sicherlich mit durch das Showwesen verursacht wurde. Das heißt, aus der kurzen Schnauze wurde die absolute platte Schnauze. Da ist dann nichts mehr. Und dass das gesundheitliche Einschränkungen nach sich zog, ist ja eigentlich selbstredend. Solche Züchtungen sind ein Anfang, denke ich. Die Niederlande zeigen uns, politisch ist viel mehr möglich. Umso krasser, dass bei uns Hunde weiter leiden müssen. Alles menschengemacht
obwohl wir ein Qualzuchtverbot haben. Was denkt ihr über die ganze Qualzuchtdebatte? Habt ihr solche Hunde? Würdet ihr euch heute noch einen Mops oder eine französische Bulldogge kaufen? Kommentiert gerne und wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier noch zwei weitere spannende Reportagen anschauen und ein Abo dalassen.